Hallo da draußen und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Mad Games Tycoon. Mad Games Tycoon ist eine Videospielentwickler-Simulation, das heißt, wir sind ein Videospielentwickler, vergleichbar mit Game Dev Tycoon. Bisschen komplexer als Game Dev Tycoon, weniger komplex als sowas wie Software Inc. Und ich habe vor langer Zeit dieses Spiel schon einmal angefangen. Damals war es noch in einer sehr frühen Phase des Early Access. Das hat das Let's Play leider auch gekillt, weil die Save Games relativ schnell nicht mehr kompatibel waren mit der aktuellen Version. Das sollte uns dieses Mal nicht so schnell passieren. Mein Name ist natürlich Marconius Cornelius. Meine Firma trägt den Namen Tails Gaming. Ich finde es super, dieser Name passt sehr gut dazu. Und als Logo für unser Entwicklerstudio... der Diamant ist schon cool. Wir nehmen den... Wir nehmen den Burger. Weil wir entwickeln Spiele, wir verkaufen aber auch Burger. So. Je nachdem, in welchem Standort unsere Firma sitzt, kriegen wir einen Verkaufsbonus von 5% auf ein spezifisches Genre, das wir entwickeln. Wir wollen Rollenspielentwickler werden, primär. Und deshalb setzen wir unsere Firma nach China. Der einzige Grund. Wir könnten weitere Spielbedingungen wählen, das lassen wir jetzt mal sein. Das hier sind wir, der gute Marconius Cornelius. Ich bin ein guter Programmierer. Und ich glaube, den Rest der Slider können wir nicht verschieben. Wir könnten das hier, wie gesagt, auf verschiedenste Dinge verteilen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es aus verschiedenen Gründen am Anfang ganz gut ist, ein guter Programmierer zu sein. Grafik in vier Farben sollte unsere Stärke sein. Das boostet am Anfang die Qualität unserer Spiele. Und wir sind natürlich affin für Rollenspiele. So, Schwierigkeitsgrad. Nein, das ist die Spielgeschwindigkeit. Wir wählen normal. Wir beginnen im Jahr 1980. Und als Schwierigkeitsgrad wählen wir jetzt ebenfalls normal, denn ich habe seit meinem alten Let's Play das Spiel nicht mehr gespielt. So, wie zu Beginn eines jeden Spiels dieser Art, würde ich sagen, wir pausieren das Spiel erstmal. Hier oben links sehen wir das aktuelle Datum. Unser Startbudget sind $100.000. Wir haben 0 Fans. Unser Büro hat eine 0-Sterne-Qualität. Wir haben aktuell noch kein Ansehen bei Auftraggebern. Und es gibt noch eine ganze Menge Features freizuschalten. Das sind zum Beispiel Dev-Kits. Hier steht, welche Features es gibt und was wir dafür machen müssen. Um zum Beispiel Dev-Kits für Konsolen zu kaufen, müssen wir 2 Spiele entwickelt haben. Und ja, das sind die Features, die wir freischalten können. Hier steht, was aktuell im Trend ist. Und also hier oben, Mauszeiger. Was aktuell im Trend ist, was aktuell unbeliebt ist und wie lange das Ganze noch im Trend ist. Wikinger ist im Trend, sowie Arcade-Spiele und Denkspiele bzw. Elfen sind unbeliebt gerade. Wir richten unser Büro ein. Wir brauchen einen Entwicklungsraum. Den mache ich jetzt mal 4x4 groß, weil dann 3 Tische reinpassen. So, eine Tür in diese Richtung. Und um dort zu entwickeln, müssen wir Schreibtische kaufen. Ich kaufe zu Beginn diese günstigen Schreibtische. Die Schreibtischqualität beeinflusst halt, wie gut wir dort praktisch entwickeln können, wie schnell wir entwickeln können. Billige Schreibtische sind schon ein kleiner Klotz am Bein, aber wir haben aktuell halt nicht so viel Budget. Ich möchte außerdem direkt Personal einstellen. Hier unten gibt es übrigens Räume. Objekte für Räume, Personal. Hier sind Charts und Statistiken. Hier können wir auch einen Blick auf die aktuellen anderen Entwickler werfen. Buzzer Entertainment zum Beispiel. Und wir könnten Aktien von diesen Entwicklern kaufen. Und in der frühen Early Access Phase war es noch möglich, ganz am Anfang Aktien von Cirtec zu kaufen. Und die dann später, weil am Anfang blasen sich diese Entwickler relativ schnell auf, ja. Cirtec ist jetzt 13 Millionen wert, in ein paar Monaten bestimmt 20 Millionen und es war halt möglich, die Aktien am Anfang zu kaufen, dann sehr früh abzustoßen und sich ein immer größeres Kapital auf diese Weise zu erschleichen. Das geht jetzt nicht mehr. Finde ich aber auch ganz gut, weil es war schon ein bisschen albern. Ich möchte direkt Personal einstellen. Die Besten der Besten der Besten. Nein. Uns werden aktuell nur Schrott-Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Und das liegt daran, dass unser Büro halt sehr, sehr schlecht eingerichtet ist.
Und je besser unser Büro eingerichtet ist, umso bessere Anwerber bewerben sich. Er hier hat 30 in Game Design, will 4.000 pro Monat. Unsere laufenden Kosten sind übrigens, wir brauchen aus irgendeinem Grund kein Gehalt. Und hier sehen wir unsere Garage, 72 Felder groß. Monatliche Nebenkosten $300, also anders gesagt so gut wie gar nichts. Ja, unsere größten Kosten werden jetzt durch das Personal entstehen. Ja, ihn stelle ich mal ein. Und vielleicht noch einen guten Programmierer. Du siehst vernünftig aus für $4.000 im Monat. Jetzt können wir einen Aufenthaltsraum bauen. Das müssen wir aber nur tun, wenn unsere Entwickler bestimmte Sachen fordern. Wie zum Beispiel, ich möchte einen Snackautomaten. Das tun unsere aktuellen Entwickler nicht. Was wir aber brauchen werden, ist, glaube ich, ein Klo. Ja, am besten Tür an Tür, genau. So ein kleines Klo. Sowas wie eine Toilette bräuchten wir für das Klo natürlich. Das Billigste, was da ist. Und ein Waschbecken. So, das reicht. Wir beginnen mit der Entwicklung unseres ersten Spiels. Spiel entwickeln. Es wird ein Retail-Spiel. Spielgröße B. Größere Spiele können wir aktuell nicht machen. Für Kinder wahrscheinlich. Wobei, welche Themen stehen uns am Anfang zur Auswahl? Raumschiffe, das ist doch großartig. Wikinger-Spiele können wir leider noch nicht. Raumschiff-Arcade-Spiel. Für Kinder. Das macht Sinn. Eine Engine können wir aktuell noch nicht dazu tun, weil wir die entsprechende Forschung noch nicht haben. Space Invasion. Das ist doch ein guter Name. Für den PC 5.000 Entwicklungskosten. Und der PC hat aktuell eine Beliebtheit von 14,8%. Ja, das hier sind alles Dinge, die wir erst später brauchen. Gameplay. Gameplay ist definitiv wichtig. Bei einem Arcade-Spiel sollte Spiellänge nicht so wichtig sein. Atmosphäre vielleicht wichtiger als Funktionen. Einsteigerfreundlich. Und Arcade-Spiele vielleicht eher für Casual-Gamer. Ich sehe das natürlich aus der heutigen Sicht. Also in den 80ern, Arcade-Spiele, das war für Core-Gamer, weil es nichts anderes gab. Aber es war so Core, wie es wurde. Nur, ja, Arcade-Spiel. Vielleicht ist Sound nicht so wichtig. Grafik ist wichtig, Gameplay ist definitiv sehr wichtig. Wichtiger als Technik auf jeden Fall. Und wir veröffentlichen das Ganze in Englisch und in Chinesisch. Textausgabe. Was ist Text? Ja, stimmt. Das wird ein textbasiertes Arcade-Spiel. Wahrscheinlich so mit ASCII-Grafik, aber okay, machen wir. Wir beginnen die Entwicklung. Hier sehen wir, wie viele Gameplay-Punkte, Grafik-Punkte, Sound-Punkte, Technik-Punkte und wie viele Bugs wir haben. Am Anfang können wir Bugs leider noch nicht beheben. Space Invasion. Die Arbeiten am Spiel wurden abgeschlossen. Du kannst dein Spiel jetzt veröffentlichen. Wenn du weiterarbeiten möchtest, kannst du den Release-Termin verschieben. Wir hauen raus. Es bringt ja nichts. Wir suchen jetzt einen Publisher für dieses Spiel. Die Publisher geben uns jeweils einen anderen Gewinnanteil. Infcoms zum Beispiel gibt uns $7 pro gedrucktem Spiel. Und der Vorteil eines Publishers ist halt, dass die halt unsere Spiele drucken und die haben das ganze finanzielle Risiko. Wir haben nach der Entwicklung keine weiteren Ausgaben. Die machen auch Werbung dafür. Die Publisher, die es aktuell gibt, haben alle eine geringe Marktstärke. Accolade hat eine große Marktstärke. Ist aber auf Denkspiele fokussiert. Ja, Arcade Publisher dürfte wirklich der beste sein. Infcoms. Außerdem geben die uns $7 pro Kopie. Du hast dein erstes Spiel fertiggestellt. Damit deine Spiele mehr Abwechslung bieten, steht dir jetzt die Forschung zur Verfügung. Dort kannst du weitere Features, Genres und Themen für deine zukünftigen Spiele erforschen. Oh mein Gott, wir haben es direkt gelandet, ne? Wir haben direkt ein 66% Spiel rausgebracht. Grafik sieht echt gut aus. Paar kleine Schönheitsfehler wären noch zu beheben. Sound und Musik sind unter dem Durchschnitt, das haben wir erwartet.
Steuerung ist vernünftig, paar Verbesserungen und sie ist gut. Das Spiel hat zwar Gameplay-Schwächen, aber man kann damit leben. Ja, das hört jeder Entwickler gern zu seinem Spiel. Man kann damit leben. Im Grunde ist das Spiel nicht schlecht, aber für eine höhere Bewertung hat es leider nicht gereicht. Ja, das war unser erstes Spiel. Ich denke, das wird sich ganz gut verkaufen. Und wir können jetzt eine Forschungsabteilung eröffnen. Es gibt diesen kleinen Trick, wir müssten theoretisch für diese Abteilung jetzt keine eigenen Schreibtische kaufen. Wir könnten die Schreibtische, die wir haben, einfach da reinziehen. Finde ich aber nicht so schön. So, ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar Auftragarbeiten. Auftragsarbeiten geben uns halt die Möglichkeit, vor allem am Anfang unser Kapital ein bisschen aufzubessern. Das hier hat zum Beispiel ein Gehalt von 17.000 Dollar. Abgabe ist in 13 Wochen. Wenn wir es nicht schaffen, zahlen wir eine Strafe. Aber ich denke, das packen wir. Und hier oben sehen wir die Verkaufszahlen für Space Invasion. Aktuell haben wir noch 21.000 Dollar minus gemacht. Jetzt sind es nur noch 15.000. Erste Auftragsarbeit, direkt noch eine. Jetzt sind es nur noch 9.000. Wir könnten sogar Gewinn mit unserem ersten Spiel machen. Ich wäre dafür, dass wir direkt noch eins entwickeln. Damit wir Dev-Kits kaufen können. Kinder. Weil man kann auch was machen. Man kann auch ein Auftragsspiel machen. Wir bekommen hier zum Beispiel, wenn wir ein Denkspiel entwickeln, das mindestens eine 52% Wertung hat. Ein Gehalt von 333.000. 52% ist jetzt allerdings eine sehr gute Bewertung. Lyrics Adventure soll es heißen. Die Zielgruppe können wir selbst wählen, von mir aus Kinder. Ein Denkspiel über Schiffe. Schiffe versenken! Schiffe versenken! Aktuell gibt es noch keine Engines auf dem Markt und es gibt noch keine Features, mit denen wir eine eigene Engine entwickeln könnten. Deshalb müssen wir das ohne Engine entwickeln. Für den PC. Vorteil von Auftragsspielen ist halt, dass wir kein finanzielles Risiko haben, bis auf den Arbeitsaufwand. Wobei, ich weiß nicht, haben wir Entwicklungskosten? Wir werden es gleich sehen. Ein Geschicklichkeitsspiel. Gameplay ist das Wichtigste, fraglos. Spiellänge. Eigentlich würde ich die Slider so lassen. Ob diese Slider richtig sind für das Genre, also es gibt halt für jedes Genre eine perfekte Kombination von Slidern und das können wir über Spielberichte herausfinden, die wir im Nachhinein nach der Veröffentlichung eines Spiels schreiben können. Mir ist gerade was aufgefallen, es ist eigentlich eine doofe Idee, dieses Denkspiel zu veröffentlichen, weil das Ganze ist halt eine Auftragsarbeit und ich weiß nicht, ob Auftragsspiele zählen. Ja, ob die zählen für das, damit wir halt ein Dev-Kit kaufen können. Ich würde es trotzdem einfach mal versuchen. Mal schauen, was dabei rauskommt. 28 Wochen war die Abgabe. Da wir jetzt 3 Mitarbeiter haben und das Spiel wahrscheinlich gerade nicht damit rechnet, dass man so früh so viele Mitarbeiter hat, werden wir relativ schnell fertig. Bankenkrise. Aktuell gibt es 200% Zinsen, wenn wir einen Kredit aufnehmen. Das ist so ein Random Event, die sind auch neu. Oh Gott. Lyrics Adventure, wir hauen raus und hoffen, dass wir die Wertung erreichen. Nee, wir haben die Wertung einfach nicht erreicht. Wir kriegen nur 25.000, haben also einen Verlust gemacht. Außerdem haben wir kein Dev-Kit freigeschaltet, oder? Nee, dafür müssen wir 2 Spiele entwickeln. Okay, wir gehen mal in die Forschungsabteilung. Das war jetzt leider eine... Ich will das WC nicht verkaufen. Was zur Hölle? Ich will das WC nicht verkaufen. Ich habe das WC verkauft, während er auf der Toilette saß. Wir haben Probleme offenbar.
Ich hatte jetzt leider keine Ahnung, wie ich den Verkaufen-Dialog wegdrücke. Forschung. Wir erforschen Grafik in 4 Farben. Space Invaders, Space Invasion, gibt uns mittlerweile 10.000 Gewinn. Ist echt gut angekommen, dieses Spiel. So, Grafik in 4 Farben ist das erste Feature, das wir haben. Und da wir ein Feature erforscht haben, können wir eine Engine entwickeln. Wir können auch Konsolenforschung betreiben, aber das ist für uns nicht finanzierbar. Aber wir können dann später, wenn wir genug Geld haben, eine eigene Konsole rausbringen. Themen erforschen. Ich würde sagen, wir entwickeln unsere eigene erste Engine. Eine Engine. Es wird die Tails Engine. Die wird optimiert sein für... Arcade-Spiele von mir aus? Ich glaube, das ist dumm, was ich hier mache. Wir sollten erstmal warten, bis das Rollenspielgenre verfügbar ist und bis dahin noch ein Spiel entwickeln, auf eigene Kosten. Aber um ein cooles Thema für Spiele zu kriegen, gehen wir mal kurz hier rein und erforschen Themen. 37 Wochen lang sind Wikinger noch beliebt. Das heißt, wir erforschen jetzt einfach mal das Wikinger-Thema. Für 10.000 Dollar. Space Invasion. 11.000 Gewinn hat es am Ende eingebracht. Und jetzt können wir auch Rollenspiele erforschen, theoretisch. Theoretisch könnten wir jetzt einen Kredit aufnehmen, Rollenspiele erforschen und eine Engine entwickeln. Aber ich glaube, wegen der Bankenkrise gerade, ist das eine schlechte Idee. Und deshalb machen wir jetzt stattdessen ein Arcade-Spiel über Wikinger und wir nennen es Vikings, weil wir so unglaublich... ne? kreativ sind. Arcade? Ohne Engine? Noch eins? Für den PC erstmal nur. Kopier das mal. War ja offenbar richtig, wie wir Space Invasion gemacht haben. Ich glaube, diese Pfeile heißen, ich sollte ein bisschen mehr auf Spiellänge gehen und tatsächlich ein bisschen mehr auf Optik. Hau raus. Wird das letzte Gammelspiel, das wir entwickeln. Oh mein Gott, wir haben nur noch 522 Dollar. Hau raus. Hau raus. Infcoms. Ihr könnt doch dieses Arcade-Spiel ebenfalls verteilen. Du hast dein zweites Spiel veröffentlicht. Du kannst nun im Büro neue Dev-Kits kaufen, um für andere Plattformen Spiele zu entwickeln. 57% immerhin. Genre im Trend, Thema im Trend und guter Sound. So, jetzt geht's los, Leute. Nicht schon wieder die Toilette verkaufen. Wir erforschen. Wir nehmen einen Kredit auf. Ich weiß, Bankenkrise und alles, aber wir brauchen diesen Kredit gerade. 100.000 von mir aus erstmal. Wir erforschen das Rollenspielgenre. So, hier sind die Verkaufszahlen von Vikings. Oh mein Gott, Vikings kommt echt gut an. Wie gut es ankommt. Es kommt echt gut an. Übrigens, wir sollten den Kredit so weit wie möglich zurückzahlen. Nicht aufnehmen, zurückzahlen. Sorry. Wir sollten unseren Kredit natürlich immer so minimal wie möglich halten. Wir könnten jetzt an der Games Convention sozusagen teilnehmen. Kleiner Messestand kostet 100.000 Dollar. Macht halt ein bisschen Werbung für unsere aktuellen Spiele. Aber wir verzichten. Weil dafür fehlt uns der Umsatz. Unsere Spiele verkaufen sich gut. Um noch weiter die Verkaufszahlen zu erhöhen, solltest du vielleicht einen Kopierschutz einbauen. Kopierschutz erwerben steht nun zur Verfügung. Ich würde erstmal speichern.
Wichtig, immer schön speichern bei solchen Spielen, bevor man sich verklickt und einen riesen Fehler macht.